Jetzt bin ich total froh irgendwie, dass das raus ist, aber ich bin auch aufgeregt, wenn das Video online kommt. Ihr seht, ich habe schon ganz rote Backen. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video von mir. Heute ist es für mich so ein bisschen wieder mal aufregend seit langer Zeit, so ein bisschen harter Tobak. Und damit ich mich ein bisschen wohler fühle, habe ich hier ein Kuschelkissen und einen Kaffee, an dem ich mich festhalten kann. Weil es ist so ein Thema, über das ich heute endlich mal sprechen möchte, was ich sehr, sehr lange jetzt vor mir hergeschoben habe. Und mir war eigentlich schon die ganze Zeit klar, dass ich unbedingt ein Video darüber machen möchte, aber ich habe es einfach nicht geschafft, meine Gedanken in meinem Kopf zu sortieren, um daraus ein vernünftiges Video zu machen. Und ich habe es auch bis heute noch nicht geschafft. Also verzeiht es mir, wenn dieses Video ein bisschen unorganisiert ist. Also welches Video von mir ist schon organisiert? Ich bin jetzt unvorbereitet und ich habe mir gedacht, komm, du setz dich jetzt einfach mal hier hin und plapperst drauf los, wie du es sonst auch machst. Es ist halt ein Thema, wo man vorsichtig sein muss, was man sagt. Und auch was, was mich emotional halt ein bisschen trifft oder berührt. Und deswegen hoffe ich mal, dass das jetzt hier nicht zu gefühlsduselig ist, weil ich unbedingt dieses Thema ansprechen möchte. Hauptsächlich auch deswegen, weil ich unbedingt eure Geschichten hören möchte und eure Meinung zu dem ganzen Thema, weil ich mich im Moment damit ein bisschen vielleicht sogar alleine fühle. Und es wäre cool, wenn es unter euch Leute gibt, die vielleicht Ähnliches denken. Und bliblablub, ich leg mal los. Wer mich noch nicht kennt, ich bin die Josie, ich bin 30 Jahre alt, ich bin Kinderkrankenschwester, ich setze mich immer vor eine Kamera und erzähle immer Sachen. Und ich habe zwei kleine Kinder, die sind im Moment fast 3 und 1,5, also relativ schnell nacheinander gekommen. Und es waren zwei Spontangeburten, die extrem unterschiedlich abgelaufen sind. Es gibt zu beiden Geburten einen Geburtsbericht, den ich euch am Ende des Videos nochmal verlinke, falls ihr hier neu seid oder falls ihr den damals einfach nicht geguckt habt oder ihr müsst ihn ja auch nicht gucken. Ich habe beide Videos nie wieder angesehen. Ich kann das einfach irgendwie noch nicht. Also ich bin froh, dass es die Videos gibt und irgendwann in ein paar Jahren werde ich mir die mit Sicherheit angucken, aber gerade den zweiten Geburtsbericht, das kann ich einfach noch nicht. Und meiner Familie geht es da genauso. Meine Schwester hat mal gesagt, dass sie halt in dem Geburtsbericht von der zweiten Geburt sieht man mir halt im Gesicht noch ziemlich viel Emotion an und die kann das auch nicht gucken. Zuerst mal möchte ich sagen, das Thema Traumageburt. Bitte seid zueinander lieb. Jeder empfindet eine Traumageburt anders. Also es kann von einer Traumageburt, das kann von die Hebamme war nicht nett bis hin zu Todesfall alles sein. Und wenn jemand was Schlimmes erlebt hat, versucht nicht das, was andere erlebt haben und als schlimm empfunden haben, runterzumachen oder klein zu machen. Wisst ihr, jeder ist anders. Manche Leute können ein bisschen mehr aushalten und manche halt eben ein bisschen weniger. Also es ist jedem selbst überlassen, ob er seine Geburt oder die Geburt seines Kindes als Traumageburt betitelt. Und ich habe jetzt, also meine Tochter ist ja jetzt 1,5 Jahre alt und schon mal vorweggegriffen, ich glaube, dass wir beide, aber besonders sie, ein Geburtstrauma hatte. Und ich ziehe eine Verbindung zwischen den Geburten meiner Kinder und deren Entwicklung im ersten Jahr und vielleicht sogar fast so ein bisschen der Persönlichkeit oder der Emotionen im ersten Jahr,
Es war einfach extrem unterschiedlich. Und ich werde euch jetzt einfach sagen, wie es bei uns war und wie ich überhaupt darauf komme. Aber vorher will ich auch noch sagen, damit mich hier niemand missversteht. Ihr merkt schon, ich fange an, mich zu rechtfertigen, weil ich weiß, dass es wieder irgendwelche Leute gibt, die es wieder besser wissen. Aber das, was ich euch jetzt erzähle, das basiert einfach nur auf meinen Erfahrungen. Ich war bei keinem Arzt, ich habe mit keinem Arzt darüber gesprochen, weil ich wusste, dass wir das auch so hinkriegen und dass wir keinen Arzt dafür brauchen. Ich konnte mir das alles selber erklären. Aber was ich euch jetzt erzähle, das muss auch nicht mit den Geburten zusammenhängen. Das kann auch an ganz anderen Faktoren liegen, aber ich finde es extrem auffällig und deswegen möchte ich das mal teilen. Ich kenne nämlich einige Geschichten aus meinem engsten Freundeskreis, wo diese Sachen auch genau zutreffen. Meine erste Geburt, die werde ich jetzt nicht hier groß thematisieren, weil die könnt ihr euch ja quasi in live im Video angucken. Nein, im Geburtsbericht eben. War einfach, ja, perfekt, wie man es sich vorstellt. Am ET, es ist alles gut gelaufen. Ich habe dann eine PDA bekommen, die saß super, es war einfach alles super. Ich hatte kaum Geburtsverletzungen, das Wochenbett danach war super, das Kind war gesund, wir waren überglücklich, die Sonne schien, es war perfekt. Und das erste Jahr von meinem erstgeborenen Kind lief ungefähr so wie die Geburt. Es war ein super einfaches Baby. Stillen hat komplett super geklappt. Das Schlafen hat super geklappt. Schnelles Durchschlafen. Das Einführen von der Beikost hat super gut geklappt. Entwicklung war einfach absolut top. Alles kam irgendwie ein bisschen schneller als erwartet. Das mit dem Laufen und das mit dem Sprechen. Und ja, es war echt so. Meine Freundinnen, die auch schon Kinder hatten, sind teilweise zu Hause ausgeflippt, weil ihre Babys sie an die Decke gebracht haben und ich dachte mir, was ist denn los mit euch? Ist doch voll chillig alles, ne? Und dann wurde ich ja direkt wieder schwanger, weil ich auch dachte, hallo, das stemme ich mit links, das ist ja super easy hier. Und dann bin ich schwanger geworden, dann war mir immer noch langweilig und es war alles super easy. Dann habe ich noch nebenbei mit YouTube angefangen und ja, dann kam die zweite Geburt. Und nur um das mal ganz schnell nur anzureißen, die Geburt ging erstmal nicht von alleine los. Ich musste am 10. Tag eingeleitet werden, was für mich im Kopf schon ziemlich schlimm war. Und ich war super dick und super voller Wasser und habe mich richtig unwohl gefühlt und es waren fast 40 Grad draußen, also richtig Hochsommer. Und die Geburt war erstmal ganz okay. Ich habe auch wieder eine PDA genommen und mein Freund war da und wir waren dann halt happy, dass es losging. Aber es war so, dass das Kind im Geburtskanal stecken geblieben ist und ich es ums Verrecken nicht geschafft habe, dieses Kind rauszudrücken. Ich weiß es nicht mehr wie lange. Guckt euch den Geburtsbericht an. In meinem Kopf sind es locker 2 Stunden. Diese Presswehen gehabt. Die Presswehen waren nicht so schlimm, es hat nicht wehgetan, aber ich habe gepresst, bis mir fast mein Kopf geplatzt ist und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte eine Hirnblutung nach dieser Geburt und als die Ärzte dann kamen, die wollten mir das Kind rausdrücken, die wollten mit einer Saugglocke kommen, dann habe ich gesagt, haut alle ab, ich mache das alleine und habe es dann irgendwie selber dann doch noch geschafft, wo keiner mehr dran geglaubt hat. Und dann hat man gesehen, dass das Kind 3-mal die Nabelschnur um den Hals hatte und die Ärzte haben gesagt, das ist logisch, das nennt man Bungee-Kind. Dass immer wieder, wenn ich das Kind rausgepresst habe, hat die Nabelschnur das Kind wieder zurückgezogen. Und ja, so ging das immer hin und her und meine Tochter steckte quasi 2 Stunden, also der Kopf war schon zu fühlen, 2 Stunden im Geburtskanal fest. Das ging so, weil beim CTG war die ganze Zeit alles gut. Wenn das natürlich schlechter gewesen wäre, dann die Herztöne oder so, hätten sie dann natürlich früher reagiert. Aber wir haben das so geschafft. Und ja, durch diese Hirnblutung war die Zeit danach natürlich auch noch eine Katastrophe. Das Video kann ich euch auch noch verlinken, wenn ihr richtig harten Tobak haben möchtet.
Ich bin heute gesund und wir haben alles überlebt und gut gemeistert, aber diese Zeit war natürlich richtig, richtig heftig. Ich sollte auf die Intensivstation, ich sollte mein Kind direkt nach der Geburt zu Hause lassen und sollte es nicht mitnehmen. Ich habe gekämpft wie eine Löwin, dass die mir quasi die Intensivstation auf die Wochenbettstation gelegt haben, dass ich ein Familienbettzimmer hatte. Und ja, mein Freund damals, der war dann mit meinem Kleinsohn, der ja selber erst 15 Monate alt war, über eine Woche alleine zu Hause in der Ungewissheit, wie es seiner Freundin und seinem Kind geht. Und es war eine sehr, sehr schlimme Zeit, in der ich auch wirklich sehr, sehr schlimme Schmerzen hatte. Und ja, meine Tochter und ich, wir haben uns aber da gegenseitig Kraft gegeben. Aber das hat man dann schon in dem ganzen Jahr irgendwie noch so ein bisschen gespürt. Also meine Tochter hatte, ich sag euch jetzt, wie das war. Und wie gesagt, es muss nicht in Bezug auf die Geburt oder auf die Zeit danach, das muss nicht unbedingt zusammenhängen, aber ich habe einfach so das Gefühl, oh, ich muss mal Kaffee trinken, ich bin richtig aufgeregt, darüber zu reden, ne? Ich habe, darüber gibt es auch Videos und Baby-Updates und so. Ich habe euch schon ein bisschen erzählt, wie es war, aber ich habe nie, glaube ich, gesagt, dass ich glaube, dass es von der Geburt her ist. Also das Auffälligste fand ich die Nächte. Die Bonnie hatte ein Jahr lang, über ein Jahr, ich würde sagen 15 Monate, könnte sowas sein wie dieser berühmte Nachtschreck. In Deutschland braucht man ja immer für alles irgendeinen Namen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Bonnie ja, Albträume hatte vielleicht. Auf jeden Fall ist sie mindestens alle 2 Stunden nachts also richtig schreiend wach geworden. Und am Anfang hat nur das Stillen geholfen. Irgendwann ging es dann auch mit einem Fläschchen mit Tee. Und es war schwierig, sie zu beruhigen. Und es war halt sehr auffällig, dass es immer nachts war, immer wenn es dunkel war. Und alle anderen Dinge im ersten Lebensjahr waren auch eher schwierig, eher ein bisschen langsamer. Sie hat schon sehr viel mehr geweint als mein erstes Kind. Und dann in der Entwicklung kamen auch die Sachen, das ist überhaupt nicht schlimm, ich weiß, dass sie alles lernen wird und ein top gesundes Kind ist, aber alles so was laufen, was reden und sowas, das kam alles ein bisschen später. Und ich glaube, dass ich habe das Gefühl, dass das nur deswegen ist, weil sie einfach erstmal andere Dinge zu tun hatte und irgendwie in ihrem Köpfchen oder in ihrem Herzen verarbeiten musste. Und ich mache das Video jetzt, weil ich das Gefühl habe, dass wir das beide komplett jetzt verarbeitet haben. Und das hat jetzt ja fast 2 Jahre gedauert, würde ich sagen. Und jetzt ist alles super normal. Sie läuft, sie spricht, sie ist glücklich, sie schläft durch, sie isst, sie lacht, sie ärgert ihren Bruder. Es ist alles absolut top. Aber ich ziehe da auf jeden Fall eine Verbindung. Das kann mir niemals jemand versichern. Und ich weiß auch, dass es solche Methoden gegeben hätte, wie zum Beispiel zum Osteopathen zu gehen. Aber wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich hatte das Gefühl, dass wir das auch so schaffen. Hier fährt gerade so ein Schienenreinigungsfahrzeug vorbei, falls ihr es hört. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich sie verstehe und sie mich versteht und dass ich schon das Richtige mache. Und das war jetzt nicht so schlimm, dass ich das Gefühl hatte, ich muss zu einem Osteopathen gehen oder sonst irgendwas. Wenn das bei euren Kindern aber der Fall ist, dass ihr nicht mehr weiter wisst, kann ich euch das empfehlen. Ich war selber nie bei einem Osteopathen, aber ich habe extrem viel davon gehört. Richtige Zaubergeschichten quasi fast schon, dass Kinder irgendwelche Blockaden hatten und die Osteopathen die Kinder nur mal irgendwie massiert haben oder eingerenkt haben und danach waren die verändert. Es ist aber auch so, dass ich viele Freundinnen habe, die Kinder haben und das extrem auffällig ist. Je schwerer die Geburt, desto schwieriger das erste Lebensjahr. Bei meiner besten Freundin ist das auch extrem auffällig. Bei ihr war es nur andersrum, dass das erste Kind eine schwere Geburt war. Das war wirklich sehr, sehr schlimm.
Die war 3 Tage im Krankenhaus. Die haben die so vollgepumpt mit Schmerzmitteln, dass die irgendwann wie besoffen war und wie irgendwie auf Drogen, dass die gar nicht mehr selber klar denken konnte und richtig handeln konnte und ihren Körper nicht mehr gespürt hat. Und es war alles furchtbar. Und das erste Jahr war bei ihr noch sehr viel anstrengender als bei mir mit dem zweiten Kind. Und ja, dann kam das zweite Kind, ich glaube innerhalb von 2 Stunden ohne PDA, flups, die wups, ins Krankenhaus, einmal kurz hingelegt, Hose runter, raus. Und jetzt hat die ein Mädchen, also die kann gar nichts schocken. Die macht überhaupt keinen Stress. Es ist schon, ja, jetzt bin ich total froh irgendwie, dass das raus ist. Aber ich bin auch aufgeregt, wenn das Video online kommt. Ihr seht, ich habe schon ganz rote Backen. Ja, ich bin dann total gespannt auf eure Geschichten und freue mich natürlich sehr, wenn ihr das in die Kommentare schreibt, dass das auch andere lesen können und vielleicht da auch irgendwie Mut und Kraft draus ziehen oder dass man sich gegenseitig Tipps geben kann. Wenn euch das natürlich zu persönlich ist, dann könnt ihr mir natürlich auch jederzeit bei Instagram einfach privat schreiben, wenn ihr was loswerden möchtet. Ja, ansonsten hoffe ich für alle, die hier schwanger sind, dass ihr schöne Geburten vor euch habt, weil das gibt es wirklich. Also wenn ihr einen schönen Geburtsbericht hören möchtet, dann guckt euch meinen ersten Geburtsbericht an. Wenn ihr Mumm habt oder einfach wissen wollt, wie es gelaufen ist, dann guckt euch den zweiten an. Seid aber darauf gefasst, dass ich da echt komisch aussehe und noch dick bin und noch total geschafft bin. Und ja, haben wir das endlich von der Seele. Wahnsinn. Bis zum nächsten Mal, Leute, bleibt gesund.